Moin, hier ist Horst. Ja, heute fahre ich mit meiner Frau zu IKEA. Ja, aber nicht mit euch. Und zwar machen wir dann einen Zwischenstopp in Prag. Und zwar Prager Mühle, da ist ja auch ein Supercharger. Und da kommt heute so gegen 11:30 der Markus, also Markus Meinschein, weil der muss nach Schweden geschäftlich. Und in Prag möchte er einmal kurz aufladen. Und ja, dann werden wir mal gucken, was da los ist und wie viele Leute vielleicht da sind. Es wird sicherlich nicht viel los sein heute da, weil es ist ja mitten in der Woche. Die meisten müssen ja arbeiten. Also, ganz kurzes Video und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Hallo. Große Gruppe. Ja. Hallo. Hallo. Icke. Ja, Icke. Ja, den haben wir. Steckt mal an, ja. Ja, wir sind extra aus Berlin gekommen. Nee, echt nicht. Ja. Ja, wir hatten so. Komm, ich war vorbei. Ich wollte da zur Uwe noch hoch. Ja, also Uwe ist gerade auf dem Weg nach Amerika. Ach so. Ja, ja, morgen fliegt er. Morgen fliegt er. Also er wäre noch da, naja, oder was? Der ist noch da, ja, aber ich glaube, der hat packt gerade. Wenn man alle kann, hallo sagen. Moin, Bobby. Ist er wieder einkaufen, oder was? Ja. Einkaufstour, oder? Weiß ich nicht, nee, Urlaub hat er gesagt. Achso, da wird er wahrscheinlich mit Dings hier zusammen runterfliegen, oder? Wahrscheinlich, weil er gerade Geburtstag gefeiert. Ja, ja, ja. Samstag, oder? Ja. Guckt der Ove zu? Nee, guckt nicht zu. Was ist er dann? Sind die auch da? Wir können jetzt lästern. Nein, 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 wir haben extra gewartet. Und die Unfeinheiten beseitigt schon alle? Ja, nur angeschraubt alles, ne? Ja, ja, nur hier. Angeschraubt haben wir jetzt alles da. Aber nicht lackiert oder so, ne? Nee, noch nicht lackiert. Aber jetzt sind wir so, ich hätte schon nicht schon. Hier auf jeden Fall nicht. Hier fängt es auch an, ne? Ja, hier unten, ja. Das war das die Lackierung. Ja, aber so. Ja, und das ist schräg. Ja, ja. Da ist auch ein Motorhaube schräg drauf. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ja. Hier sieht man es auch, dass der Kotflügel schräg dran ist. Ja. Alles schräg. Ja, gib das Auto an Frank weiter. Gewesen, genau. Alles schräg. Ab zum Schräg damit. Genau, und da haben wir halt alles hier festgemacht. Hier, ne? Das war alles locker. Also haben die da gepennt bei der Produktion? Keine oder? Ahnung. Und dann hier, ich meine, das ist auch ein ziemlich großer Grat hier. Die Scheibe ist auch ein Stück zu weit unten. Ja, das ist ja. Zu weit. Ja. Ja, ja. Weil hier, die haben ja auch gesagt, das ist zu nah an der Karosse. Die Scheibe werden wahrscheinlich auch nochmal rausmachen müssen und nochmal noch höher setzen. Das sind bestimmt Sitzgeräusche denn, war? Gar nicht. Das ist ganz leise. Ja. Zentimeter. Das ist ganz leise. Das ist viel, ja. Aber das kriegen die schon hin. Ja, ja, das kriegen die hin. Ja, das aber kriegen technisch hin. Ist das 1A das Auto. Also hier unten ist ein Licht. Okay. Ich hatte das mal gesehen, wo hier dann noch so ein kleiner Lichtkleber ist. Ja, hier ist ein Loch. Markus, hier. Keine Ahnung. Hier ist das Licht, schau mal. Das Licht? Ja, kannst du machen. Ja, ich hab gesagt. Genau, das meine ich. Ne? Ja, dann mach guten Tag. Hast du gesehen? Der größte Mangel ist eigentlich, dass Tesla nicht erreichbar ist. Ja, und das und warum machen, ja. Bei mir haben sie auch hin und her geschickt mittlerweile. Und jetzt auch wieder, ich habe die Nachricht vom Bodyshop, die München haben angerufen, nein, sie sind nicht zuständig. Ich soll zu einem Service-Antrag gehen. Sag ich, okay, ich rufe die App im November. Oder soll ich vielleicht nach Polen gehen oder ja. So, ja. Ja, ja. Aber das habe ich dann meinem Verkäufer gesagt, dass er nochmal einen Termin macht. Das Service-Center Hamburg war ja in der App gar nicht mehr aufgeführt. Ja. Ja, seit Wochenende sind sie wieder drin. Wenn man dann übers Internet was buchen wollte, dann kam eine Fehlermeldung. Also das ist, wenn die 60 Tage besetzt sind, dann kommt also die Zweite. Dann muss man sich etwas anderes aussuchen. Man hat das gesehen gehabt, diese ja, das war Berlin. Ja, ja. Das war wirklich ein bisschen zu weit. Da wird ja noch der Uwe Seepold gesagt, ja, schöne Grüße, ja? Schönen Urlaub. Ja. Schönen Urlaub von mir. Bei jedem Tag der Arm bei ihr. Abends mit oder fährt er mit Sicherheit.
Bist du auch im Uni gefahren, also das Auto anhand? Ja, meistens. Ja? Puh, da habe ich ja richtig Schiss. Ja, aber er macht auch manche Dinge falsch. Ja, siehst du, und dann erschreckt mich. Ja, mich auch. Und ich kann das dann nicht. Also abzustellen, da seine Geschwindigkeit auf 90 einfach. Ja. Auf einmal. Der Kackhund, irgendwie der Schatten gesehen oder so. Und auf einmal bremst du voll ab. Ja, ja. Was ist los? Jetzt Glück, es war keiner hinter mir. Genau. Ja. Dann bremst du voll ab und dann macht er wieder den. Oder der Streifen fehlt an beiden Seiten bei einer Baustelle. Ja, dann stellt er auch so auf gut Glück irgendwo hin. Wie ist das mit dem, also der soll sich ja selber trainieren, wenn man jetzt immer die gleiche Strecke fährt, ja. Merkt man das dann auch wieder so nach und nach dann immer? So lange habe ich das nicht. Naja, okay. Aber ich kann mir das vorstellen, was es ist. Also er ist jetzt auf jeden Fall auf der Landstraße besser als mein AP1. Und das AP, was habe ich, 2,5, 3? Also das ist, glaube ich, schon 2,5, also mindestens 2,5. Das ist ja jetzt, das war schlechter immer. Und das ist aber jetzt wirklich auf der Landstraße so richtig in der Mitte. Ich habe immer den Tempomat ohne Abstandskontrolle. Ja, aber nicht. Und beim Überholen macht er auch keine Anstalten irgendwie. Wenn man dann überholt. Boah, er ist also sehr ängstlich. Ja, genau. Sehr langsam. Er guckt sehr weit nach hinten. Ja. Und obwohl er jetzt noch anzeigt, er könnte überholen, er sagt auch an, ich will jetzt überholen, bitte bestätigen Sie hiermit. Ja? Ja. Und bestätigst du und auf einmal, kommt auch ein Auto, gell? Weil er wieder rechts überholt. Ja. Macht eine Vollbremsung, gell? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich die Zeit sagt noch, bis der Wagen schon wieder dran ist. Ja, also anderthalb, zwei Sekunden. Genau, und dann nach europäischem Recht, glaube ich, muss der Überholvorgang nach 5 Sekunden abgeschlossen werden. Wenn das ein Recht bricht, dann. Wenn ich jetzt auf der Autobahn immer sehe, dann würde ich mir gut fahren. Ja, die da vorbeifahren. Also im Grunde mit Autopilot ist am besten so ganz defensiv auf der Mittelspur bleiben und auch nicht überholen, wenn er sagt überholen, sondern einfach dann langsamer werden. Das habe ich jetzt auf der Strecke auch gemacht. Dann fahre ich halt ab und zu mal nur 100 oder so. Dann ist es entspannt. Genau, und dann mal wieder 140. Alternativ könnte man ja auch selber übernehmen und den Gurgel von genau, schnell einhalten und dann wieder genau, so machen. Wenn es dann stinkt und alles ist frei, dann haue ich nochmal drauf. Ja. Oder es sind so viele Deckungen um mich herum, gibt es ja auch. Ja, ja. Einfach mal wegfahren oder mal die wegfahren lassen. Ne, die so echt auch, gibt es ja so, ja. Gibt es ja solche Brückfahrer. Ja, ja. Da ist dann so richtiges Gehacke drin. So, und dann sagst du, okay, lieber Abstand halten. Hast du das auf den Landstraßen, dass du, wenn dir ein LKW entgegenkommt und es ziemlich eng, dass er dann in die Eisen geht? Das verfahre ich nicht Autopilot, wenn es eng ist auf Landstraßen. Da muss aber schon mindestens 3 Meter die Spur sein. Ich habe jetzt was Verkehrtes gesagt, nur nicht den Autopiloten, sondern den Tempomat. Nur Tempomat ohne Autopilot? Ja. Das fahre ich nicht auf der Landstraße. Auch nicht? Da fahre ich sehr bestimmt. Dann ist es dir auch noch nicht passiert. Dann will ich auch in die Kurve mal richtig Gas geben. Das Auto habe ich doch gleich noch gehabt. Ein Eintritt. Da hat man mal so ein Loch. Ja, ja. Ja. Ja, okay, also heute Tesla Markus hier getroffen und nette Kollegen hier noch und ja, heute ganz kurzes Video nur und ich bedanke mich, dass ich bei dir nochmal reingucken konnte. Ja, klar, gerne. Und noch ein kleines Gespräch geführt habe. Ich würde jetzt Markus verfolgen auf dem Weg nach Puttgarden. Ja, ach so, ja, oh, der muss ich jetzt los, er muss nämlich hinterherfahren. No, er will ihn noch überholen gleich. Das kriegen wir, also... Okay, also so schnell ist er nicht. Schönen Dank, ne? Okay, bis dann, tschüss. Ja, dann geht ihr, dann mal los. Ja, dann mach das mal. Ne?